Hey, ich bin's wieder, Kai. Ja, so schnell hättet ihr mich wahrscheinlich nicht erwartet. Ich glaube, ich mich auch nicht, denn dieses Video ist ein Überraschungsvideo. Genau. So, und zwar geht es jetzt um einen Kampf zwischen Top-Schauspieler und Pop-Titan. Genau. Es geht um Til Schweiger versus Sören Schnabel. Und zwar, also die Zeitschrift Yeah, macht im Internet eine Umfrage. Ja, ich halte viel davon, denn das ist sehr gut, dass man auch mal solche Umfragen macht. Die zwei sind an der Spitze der gesamten Liste. Und du kannst sehen, wer gewinnt. Zwar jetzt nicht in diesem Video, aber auf yeah.de denke ich mal, dass das da ist. Ja. Alle weiteren Infos findet ihr in der Beschreibung unten zu diesem Dingsbums. Ja, Til Schweiger, einer der erfolgreichsten deutschen Schauspieler gegen Sören Schnabel, den Pop-Titan der Zukunft. Oder er ist ja schon ein Pop-Titan, aber ich würde mal sagen, auch schon sehr erfolgreich, aber immer noch nicht. So, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Immer noch nicht. 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 Schlechter als Dieter Bohlen. Genau. Denn das schafft man be schnell besser als er zu sein, ja. Das hat nicht Sören Schnabel gesagt, das sage ich. Ja. Til Schweiger also gegen Sören Schnabel. Ja. Man muss bedenken, bei der Wahl, bei dieser Umfrage, möchte man eher einen Schauspieler oder möchte man eher den Pop-Titan der Zukunft, der wiederum ebenfalls noch den Hund hat. Dieser Hund ist kein Hund, denn dieser Hund ist der Hund. Und da weiß natürlich jeder Bescheid. Der Hund, hallo, der Hund. Ich finde den Hund richtig hübsch, nett, toll. Die, die das Interview gesehen haben, beziehungsweise in dem Interview war ja unten so ein Fenster mit dem Video von Sören Schnabel, die haben den Hund vielleicht gesehen. Und vielleicht sagen ja auch die, boah, so ein Hund will ich auch. Wow, der ist ja Hammer. Da muss ich euch und Sören euch enttäuschen. Dieser Hund ist leider vergeben. Aber naja, egal. Was meint ihr? Til Schweiger oder Sören Schnabel? Wer gewinnt dieses Battle auf yeah.de? Unten kommentieren, was ihr denkt. Sören Schnabel oder Til Schweiger. Ihr entscheidet. Alleine. Ansonsten sage ich, ja, da es gerade Nacht ist, wir haben jetzt, wo ich das Video momentan drehe, haben wir 0 Uhr, ich muss genau gucken, 25, also recht spät für einen Sonntagabend. Aber ich habe mir gedacht, der Sören hat gefragt, ob ich ein Video mache. Ich sage da natürlich niemals nein. Ich mache nämlich gerne Videos. Und vor allen Dingen, wenn es um Til Schweiger und Sören Schnabel geht. Ich bin so aufgeregt, wer das gewinnt. Jetzt schnell mitmachen, damit ihr einer der seid, die gewotet haben für den, der am Ende siegen wird. Ja, schaut es euch an, ihr werdet staunen, wirklich. Ansonsten sage ich jetzt nicht mit dem normalen Ablauf, ich sage jetzt einfach nur Tschüss und bis morgen, euer Kai.